Heute für euch die Geschichte des Raums der Wünsche in Hogwarts und wer ihn erschaffen hat. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über die Geschichte des Raumes der Wünsche und das Geheimnis seiner Erschaffung sprechen. Der Raum der Wünsche befindet sich im 7. Stock auf dem linken Korridor der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Es handelt sich um eine schwer fassbare Kammer, die nur dann erscheint, wenn sie wirklich von jemandem benötigt wird, der zufällig vorbeikommt. Wenn ein solches Bedürfnis besteht, erscheint sein verborgener Eingang direkt gegenüber dem bekannten Wandteppich von Barnabas dem Barmherzigen, der von seinem unklugen Versuch berichtet, Trollen Ballettunterricht zu geben. Obwohl der Raum der Wünsche mindestens seit den 1940er Jahren existiert, als Tom Riddle das Diadem von Rowena Ravenclaw dort versteckt haben soll, nachdem er es zu seinem Horcrux gemacht hatte, wissen wir nicht sicher, wer diesen Raum erschaffen hat, falls überhaupt jemand dafür verantwortlich ist. Bevor wir jedoch tiefer in die Geschichte eintauchen, werfen wir einen Blick auf die magischen Eigenschaften des Raums der Wünsche selbst. Dieser bemerkenswerte Raum verkörpert das Wesen der Magie, indem sie sich den Bedürfnissen und Wünschen derjenigen anpasst, die ihn suchen. Ob als Versteck, Übungsraum oder sogar für heimliche Treffen von Todessern genutzt, der Raum der Wünsche ist ein Zeugnis für die grenzenlosen Möglichkeiten der Magie. Er ist auch vollständig unauffindbar, da Personen, die sich in diesem Raum befinden, nicht auf magischen Karten wie der Karte des Rumtreibers widerspiegeln. Die Frage, wer den Raum der Wünsche erschaffen hat, bleibt jedoch offen. Ist er das Ergebnis der magischen Eigenschaften des Schlosses selbst oder wurde er von einer Hexe oder einem Zauberer erschaffen? Wenn man annimmt, dass er von jemandem erschaffen wurde, was meine persönliche Überzeugung ist, stellt sich die Frage, ob der Raum der Wünsche schon immer existiert hat oder erst später erschaffen wurde. Wurde der Raum der Wünsche zur gleichen Zeit wie das Schloss errichtet, als die Schule gegründet wurde? Denn wenn ja, dann ist die Antwort auf diese Frage scheinbar ganz einfach. Der geheimnisvolle Architekt von Hogwarts, ein namenloser Zauberer, der nur durch seine Statue neben dem Eingang der Schule bekannt ist, ist wahrscheinlich die Person, die hinter der Gründung bzw. der Erschaffung der Schule steht. Angesichts der Tatsache, dass diese magische Architektur dieses Zauberers ein wesentlicher Bestandteil des Baus von Hogwarts war, könnte er auch den Raum der Wünsche erschaffen haben, um die Schule zu schützen. Durch die Anpassung an die verschiedenen Bedürfnisse der Schlossbewohner konnte der Raum in Krisenzeiten als Schutz für die Schüler und das Kollegium der Schule dienen. Eine andere Theorie, die den Ursprung des Raums der Wünsche um das Jahr 1100 herum ansiedeln würde, betrifft keinen anderen als einen der Gründungszauberer von Hogwarts, Salazar Slytherin. Slytherin war eindeutig ein Befürworter der Entwicklung versteckter Räume, wie man an der Kammer des Schreckens sieht, die tatsächlich von Slytherin erschaffen wurde. Möglicherweise hat Salazar den Raum der Wünsche zuerst erschaffen, um sich eine Auszeit von seinen Mitbegründern und deren Schülern zu nehmen und vielleicht sogar in der Absicht, seine tödliche Basiliskenzucht zu planen. Angesichts seiner Vorliebe für Geheimhaltung und versteckte Kammern scheint die Idee, dass der Raum der Wünsche eine Erweiterung seines Vermächtnisses ist, gar nicht so weit hergeholt. Vielleicht war der Raum jedoch ein äußerst gemeinsames Werk aller vier Gründer, die ihn aus einem viel besseren Grund gebaut haben als irgendwelche schlechten Absichten. Vielleicht haben Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff und Slytherin gemeinsam den Raum der Wünsche erschaffen, mit dem gemeinsamen Wunsch, einen Ort des Wissens und des Wachstums im Schloss zu schaffen. Nur ein weiteres Geheimnis, das neugierige Schüler während ihres Studiums lüften können. Andere Ideen, die im Internet kursieren, besagen, dass alte Zauberer mit außergewöhnlichen Kräften für die Entstehung des Raumes verantwortlich sind. Einige gehen sogar so weit zu sagen, dass die Entstehung des Raums der Wünsche mit alten, verborgenen magischen Blutlinien zu tun haben könnte. Diese mysteriösen Familien können einzigartige Fähigkeiten zur Manipulation von Raum und Zeit besessen haben, die es ihnen ermöglichten, eine Kammer zu erschaffen, die über gewöhnliche Magie hinausgeht und nur bei Bedarf erscheint. In den Legenden wird sogar Merlin erwähnt, der zu den ersten Schülern gehörte, die in Hogwarts eine Ausbildung erhielten. In Anbetracht seines Rufes für außergewöhnliche Zauberkunststücke ist das definitiv keine Theorie, die ich rundweg ablehne. Eine andere, weniger bekannte Idee dreht sich um die mögliche Beteiligung der Hogwarts-Hauselfen. Die Hauselfen, die für ihre tiefe Verbundenheit mit der Magie und ihr unermüdliches Engagement für die Belange des Schlosses bekannt sind, könnten bei der Erschaffung des Raumes mitgewirkt haben, indem sie ihre einzigartige Magie in der Gestaltung eines Raumes einfließen lassen, der den Bewohnern von Hogwarts zugutekommt. Eine der plausibelsten Theorien ist vielleicht die Schaffung des Raumes der Wünsche mit einem gemeinschaftlichen Projekt. Hexen und Zauberer
aus verschiedenen Bereichen des magischen Lebens und des Blutstatus vereint durch ihren gemeinsamen Wunsch, einen Raum zum Lernen, Wachsen und zum Schützen zu schaffen, haben ihre Talente vereint und diesen bemerkenswerten Raum ins Leben gerufen. Unabhängig von seinem Ursprung dient der Raum der Wünsche jahrelang als unschätzbarer magischer Ort in Hogwarts. Je nachdem, wie lange der Raum schon existiert, gibt es wahrscheinlich Generationen von Schülern vor Harry, die seine Wunder entdecken und ihn für ihre eigenen Zwecke nutzten. Während Harry und seine Klassenkameraden Hogwarts besuchten, wurde der Raum der Wünsche ein Ort, an dem sie sicher fortgeschrittene Magie erlernen und den Todessern widerstehen konnten, die die Schule in den 1990er Jahren infiltrierten. Wir wissen auch, dass Professor Dumbledore den Raum 1994 benutzte, als er ihn zufällig entdeckte, als er die Toilette benutzen musste. Ob Dumbledore wusste, dass er den Raum der Wünsche benutzt hatte oder nicht, ist nicht klar. Tatsache ist jedoch, dass er Harry gegenüber seine Erfahrungen danach beiläufig erwähnte. Das erste Mal, dass Harry tatsächlich von dem Raum erfährt, ist jedoch durch Dobby, den Hauselfen, was die Theorie stützt, dass vielleicht die Hogwarts-Hauselfen für die Erschaffung des Raumes verantwortlich waren. In seiner Beschreibung des Raums der Wünsche nennt Dobby ihn den Komm- und Geh-Raum. Und obwohl der Raum sich in das verwandelt, was die Person braucht, die ihn braucht, ist es erwähnenswert, dass wenn zwei oder mehr Personen dasselbe brauchen, eine identische Version des Raums erzeugt wird. Als Tom Riddle zum Beispiel in den 40er Jahren einen Ort brauchte, um seinen Horcrux zu verstecken, wurde der Raum zu einer gleichen Version seiner selbst, die Harry im 6. Schuljahr als Versteck für sein Zaubertränke-Lehrbuch nutzte. In dieser Version des Raums der Wünsche sieht Harry zum ersten Mal das Diadem von Rowena Ravenclaw, von dem er erst später erfährt, dass es einer von Voldemorts Horcruxen ist. Aus diesen Gründen wird der Raum der Wünsche auch als der Ort bezeichnet, an dem alles versteckt ist. Das letzte Ereignis, von dem wir wissen, dass es in diesem Raum stattfindet, war der Versuch von Harry, Voldemorts Horcrux zu finden und zu zerstören, der von einigen seiner Klassenkameraden unterstützt wurde, die den Dunklen Lord unterstützten. Hier zauberte Vincent Crabbe, ein fehlgeleiteter Slytherin-Schüler, einen wirklich üblen Dämonsfeuerzauber, der den Raum in Flammen hüllte. Er tötete auch Crabbe selber und wahrscheinlich einen Großteil des Raums zerstörte er. Leider wird angenommen, dass dies zur dauerhaften Zerstörung des Raums der Wünsche geführt haben könnte, obwohl dies ziemlich unbestätigt ist. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Was haltet ihr davon? Wer hat eurer Meinung nach den Raum der Wünsche erschaffen? Und wofür ist er genau erschaffen worden? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wie immer, wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht, ein Like dazulassen und natürlich ein Abo, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.